Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen. Beim letzten Mal, was für mich eigentlich nur ein paar Sekunden her ist, weil ich die auch noch mal nur kurz unterbrochen habe und jetzt weiterspiele, sind wir hier in Noob Raptors Retreat eingedrungen. Und wie komme ich in den Raum? Achso, da war ich gerade eben sowieso drin. Okay, never mind. Und haben erfahren, dass er komplett wahnsinnig geworden ist und wir ihn stellen müssen, weil sein Wahnsinn den Rest von Nosgoth korrumpiert, über die Säulen von Nosgoth eben. Und wir hören jetzt erstmal... Oh, komm, ihr sterbt erstmal. Ihr nervt mich gerade. Dieses Geschrei nach Help me, kind Sir, ist ein bisschen nervig. So, jetzt möchte ich wissen, was Kane hier sagt. The Cretin squandered life and left it seeping on the floor. Such waste was a travesty. Perhaps Nupraptor needed to be taught a lesson as to the value of blood. Ah, er regt sich nur darüber auf, dass Nupraptor hier ganz viel Lebenssaft einfach liegen lässt und die ihm eine Lektion erteilen wollen darüber, wie wertvoll der denn ist. Sprich, wir werden ihn umbringen. Eine schöne Umschreibung dafür. Ah, sobald wir nämlich dieses Vieh hier töten können. So. Wunderbar. Dann gehen wir doch mal hier durch und ich hoffe, er kommt jetzt. Ich bin schon sehr gespannt. Haha, seht ihr das Symbol auf dem Boden? Das wird interessant. Okay, vielleicht kriegen wir auch einen neuen Zauber. Ist ja spannend. Okay. Ah! Und Tote wiederbeleben. Yay! Das wäre cool, wenn ich das könnte. Das würde mir Spaß machen. Dann könnte ich eine Armee der Finsternis heraufbeschwören. Oh Gott. Ich habe nicht so viel Blut, um die alle zu besiegen. Ah! Hilfe! Geh weg. Ah! Verdammt. Okay, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ah! Boah, ich sterb hier. Stirb! So. Okay, so, da ist noch einer. Okay. So. Boah, gerade mal die Hälfte meines Bluts verloren. Das ist nicht gut. Ich hoffe, Nupraptor kommt jetzt nicht. Ich meine, ich habe ja noch die Harz... Was zur Hölle? Oh mein Gott, ein riesiges Gehirn. Okay. Okay, das scheint nur ein Logo zum Teppich zu sein. Ich dachte schon, oh, hier steht ein riesiges Gehirn rum. Das wäre ein bisschen seltsam gewesen. Okay, eine Erweiterung für unser Reagenzglas und eine Erweiterung für unsere Magie. Das nenne ich doch mal sehr nützlich und sehr praktisch. Finden wir hier noch was? Das sieht aus wie ein Schalter. Oh. Oh. Okay, vier Räume. Das passt jetzt mal hier gar nicht hin. Da oben ist ein Teleporter? Ist das ein Teleporter? Nein, ich weiß es nicht genau. Das passt jetzt aber mir gar nicht hin, dieses Fresko auf dem Boden. So gottesfürchtig. Das passt gar nicht zu Nupraptor. Mit diesem Wahnsinn, aber vielleicht war er das ja vorher, aber... Ne, das war irgendwie klar. Aber wir sind jetzt keine große Herausforderung. Solange nicht das Vieh dabei ist, das sie wiederbelebt, mache ich mir da keine großen Sorgen. Das war ein versteckter Schalter, das ist schon mal gut. Was haben wir denn hier? When conjured, the energy bank permits me access to mass amounts of magical energy for a brief period of time. However, when the moment passes, I will be drained of all magic, unable to cast even the simplest of spells. Interessant. Ein Item oder eine Karte, mit der wir Zugriff auf eine riesige Magiequelle haben. Okay, also quasi unendlich viel Magie für eine kurze Zeit. Und sobald es aufhört, haben wir gar keine Magie mehr. Also zumindest dann erstmal. Das könnte je nach Moment nützlich sein. Vielleicht werden wir das bei Nupraptor gebrauchen. Weil wenn ich die Möglichkeit habe, quasi die ganze Zeit nur diese Blitze zu spammen, wäre das eventuell ziemlich nützlich. So, wir stärken uns noch einmal. Oh, ich glaube, das reicht schon, ne? Ja, den einen heben wir uns auf. Falls wir nochmal was brauchen, dann wissen wir ja, hier können wir nochmal hin. Und jetzt fehlt uns nur noch da oben der Raum, ne? Und die Tür ist jetzt auch offen. Naja, ein kleines Schalterpuzzle war jetzt nicht so besonders schwer. Und ich als Zelda-Spieler, für mich ist es sowieso nicht so schwer. Oh, das war doch ein Teleporter. Uiuiuiui. Ah, hier sind wir wieder. Und wir haben... Ah, eine von den Fackeln ist an.
Ich nehme mal an, wir müssen alle vier Fackeln anmachen, um hier diese Tür zu öffnen. Und dahinter wird uns dann wahrscheinlich Noob Raptor erwarten, würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde es schon cool, dass wir jetzt hier so eine Art Dungeon haben für ihn. Das gefällt mir. Das erinnert mich noch mehr an Zelda. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass wir ein Item im Dungeon finden. Also nicht so ein Item wie das gerade eben, die Karte, sondern... Oieiei, das sieht aus, als bräuchte ich hier den Wolf. Sondern so ein Item, das ich halt einsetzen kann, wie das Schwert oder wie in Zelda zum Beispiel der Greifhaken oder der Bogen oder der Boomerang. Das ist ja so das Item aus Zelda, der Boomerang. Das ist, glaube ich, in jedem Teil drin. Mir fällt gerade zumindest kein Teil an, in dem es keinen Boomerang gibt. So. Oh, da unten ist einer aufgespießt. Seht ihr den? Nicht so schön. So. Okay, Moment. Ach, die fahren gar nicht aus. Ich dachte, ich müsste darüber springen. Okay. Da ist eine... Ein Aua! Du sollst da drüber springen. Wieso komme ich da nicht hin? Das ist ein bisschen... doof. Moment, hier sind Sachen... Ah, hier sind Schalter auf dem Boden. Okay. Ah, da hinten ist ein Weg offen. Denn, aua, nehmen wir den nochmal. Denn wir brauchen wahrscheinlich diesen Hebel hier. So. Aua. Ah. Das war jetzt nicht so gut, aber immerhin ein bisschen Lebensenergie. Eine Flasche voll Blut und der Teleporter. Okay. Das habe ich jetzt zwar nicht besonders meisterlich geschafft, aber ich habe es immerhin geschafft. Und das reicht mir jetzt erstmal. Hoffen wir mal, dass der nächste Raum nicht so voller Stacheln ist. Das ist aber auch schwerer, als es aussieht hier. Also man rutscht ziemlich, muss ich sagen, wenn man so getroffen wird. Das ist nicht so, man hat halt nicht dieses feste Grid, wie man bei den 2D-Zeldas hat. Wobei, oh, das war Zufall. Wobei, ja, da hat man ja auch kein festes Grid. Was, das war's? Na gut. Ein festes Grid hat man bei Pokémon. Das ist noch was anderes. Okay, das war's anscheinend nicht. Ich möchte mal bitte eben einen anderen Zauber haben. Ich möchte das Licht haben, wenn das geht. Wäre das möglich? Wow. Okay. Ich frage mich, ob hier irgendwas ist. Ein Rätsel. Und ich hätte kein Licht machen dürfen. Weil jetzt weiß ich nicht, wo ich lang muss. Ich darf anscheinend nicht dahin, wo es dunkel ist. Wie soll ich das schaffen, darüber zu kommen? Gott. Und ich dachte schon, das wäre es gewesen. Dieser eine kleine Raum mit dem geheimen Schalter hinter dem Bild. Aber zu früh gefreut. Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Ich komme hier nicht weiter, bis es nicht etwas hell ist. Wahrscheinlich brauche ich auch die Wolfsform, um von Plattform zu springen, wenn die Dunkelheit wieder da ist. Komm schon. Dumm, 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 dumm. Ah, geht doch. Hui. So, hier können wir anscheinend lang. Ah! Okay. Interessant, also das ist auf jeden Fall verdammt cool gemacht. Schön atmosphärisch. Und bestimmt springt nicht gleich irgendwas aus der Dunkelheit an. So wie ein Shadow Man, was der Depp vom Dienst momentan Let's Playt. Guck da auch mal rein, das ist ein sehr cooles Spiel. Shadow Man, also vielleicht mache ich das irgendwann auch mal. Falls es das auf Good Old Games gibt oder so. Mal schauen. Wie weit müssen wir noch? Ah, wir sind wahrscheinlich... Ja, okay. So wie ich solche Spiele kenne, werden wir wahrscheinlich jetzt erstmal hier nach links gehen und irgendwo hier oben hin, bis wir da hinkommen. Aber wir nähern uns. Oder doch nicht? Wahrscheinlich geht es jetzt nach unten. Ja, war klar. Habe ich es euch nicht gesagt? Ja. Aber egal, stetig... Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, so lautet der Spruch doch, oder? Solange uns hier keine Gefahr droht und wir irgendwann ankommen, kann ich da jetzt nicht, Moment, kann ich da nicht hochspringen als Werwolf? Ich riskiere es besser nicht, sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Aber es hat ja auch so geklappt. Und was ist das? Lebensenergie, okay. So, war's das? Oder, jawohl, eine Fackel erwartet noch auf uns.
Oh, und guckt euch mal an, hier unten die Fackeln sind jetzt aus. Interessant. Also, coole Sache. Ich sag mal, dann würden wir in diesem Part auch noch schaffen, Noob Raptor zu stellen. Das wäre verdammt cool. Weil wir dann auch unseren ersten Meilenstein geschafft haben. Oh Gott, das Bild macht mir ein bisschen Sorge. Licht. Danke. Oh, natürlich, natürlich. Ich hätte kein Licht machen dürfen. Ich muss einfach in der Dunkelheit bleiben. Moment, ist das jetzt schon der richtige Teleporter? Okay, das war lahm. Aber mir fehlt irgendwie so ein bisschen Lebensenergie. Ich gehe nochmal eben hier... Moment, das war der Gang hier, oder? Da habe ich doch noch eins übrig gelassen, ein Opfer. Das werde ich jetzt nochmal aussaugen, um ein bisschen Lebensenergie zu bekommen, denn ihr seht, wir haben nicht mehr so viel. Und ich wette, wir werden jedes bisschen Lebensenergie brauchen, das wir kriegen können. Und wir haben das ja in weiser Voraussicht hier hinterlassen. Deswegen sollten wir es auch nutzen. Und da kommen wieder Zombies, aber... Geisterzombies, kann ich die auch nochmal aussaugen? Nee, es bringt nichts. Geisterzombies. Ich frage mich, warum dann die Geister sind. Was sie uns bringen. Ich meine, vielleicht kriegen wir später noch eine Fähigkeit, die uns da irgendwas ermöglicht. Aber jetzt gerade? Ja, bitte nicht spoilern übrigens nochmal. Ich habe da auch einen Kommentar bekommen. Achso, ich komme nicht mehr zurück. Weil ich die Hearts of Darkness erwähnt habe. Hat mir einen Kommentar geschrieben von wegen, muss nicht spoilern. Das fand ich schon ziemlich cool. Aber ich möchte das schon selbst erforschen und erfahren, was wir finden. Vor allem dann ist auch dieser Effekt so viel größer, wenn man dann so denkt, oh cool, was haben wir denn jetzt gefunden? Was können wir damit jetzt machen? Sehr schön. Und Moment, wir sind im Schädel, sehe ich das richtig? Das sieht aus wie der riesige Schädel da oben, wobei da unten müsste Wasser sein. Weil das Wasser lief ja aus dem Schädel raus, aus den Zähnen. So die Sabba. Komm her. So. Ein bisschen Lebensenergie. Schnell, bevor der andere kommt. Und der kann jetzt einfach sterben. Ah. Wobei, na gut. Dann dürfen wir jetzt auch volles Blut haben. Jawohl. Du stirbst, bevor du angreifen kannst. So, genau. Ha, das ist tatsächlich der Schädel. Denke ich zumindest. Was passiert, wenn ich das hier drücke? Oh. Okay, die Tür ist offen. Eine Schatzkammer. Da. Eine sehr seltsame Schatzkammer. Moment, die habe ich beide getroffen mit meinem Schwert. Jawohl. Sehr schön. Dann gib mir noch etwas von deinem roten Saft. Von deinem Tomatensaft. Yum, yum, yum. Kennt ihr das Phänomen, wenn ihr im Flugzeug sitzt und auf einmal bestellt jeder um euch herum Tomatensaft, obwohl man nie Tomatensaft trinkt? Ich muss zugeben, ich mache das auch. Also ich bin jetzt schon sehr lange nicht mehr geflogen, das ist jetzt schon 5 Jahre her oder so. Aber wenn ich im Flugzeug bin, trinke ich Tomatensaft. Keine Ahnung warum, aber man kriegt auf einmal Lust drauf. Na toll, sie wollte gerade anfangen was zu sagen und ich... Da sind die Augen. Hey, wer sagt sogar was dazu? Oh, was da unten? Ich will das da unten haben, diese Karte. Wie komme ich da hin? Oh, cool. Nette Aussicht. Ist ein bisschen sumpfig. Sieht zumindest so aus, aber... Coole Sache. Gucken wir uns das andere Auge nochmal an. Vielleicht sind mir da auch was Interessantes. Und, aber erstmal gehe ich hier runter. Denn ich möchte die Karte noch haben. Na, ist hier auch irgendwie ein Gegner, der mich angreift? Nein. Kuckuck, ich bin ein Popel. ja. Okay, ich versuche nicht so kindisch zu sein, aber manchmal muss ich das sein. Ja. So, kriegen wir den... Oh, da liegt auch noch was. Magie. Und auf der linken Seite auch noch was? Das muss ich gleich nochmal angucken. From the depths of the retreat's eye sockets, I viewed Nosgoth in a different fashion. Whoa. The glass seemed to warp the image and taint the color. As if Nosgoth's assistance in making its corruption apparent. Okay. Interessant. Ich weiß zwar nicht genau, was mir das bringen soll. Vielleicht ist das ein Hinweis. Sein linkes Auge
sieht die Welt anders als das rechte Auge. Vielleicht ist uns das noch nützlich. Schauen wir mal. Erstmal muss ich noch gucken, ob hier nicht auch noch ein Item versteckt ist irgendwo. Das ich vielleicht nicht eingesammelt habe, aber leider nicht. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück und in den hinteren Teil des Schädels zum Rückenmark. Oder zumindest da, wo das Rückenmark in den Schädel reinkommen würde. Wobei, ja gut, das ist schon der hintere Teil des Schädels. Okay, dann gehen wir aus dem Schädel raus hinten. Und, hui, würde ich jetzt hier Loopraptor erwarten? Wer weiß, das habe ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gesagt. So, demnächst erwartet uns Loopraptor. Und dann, wo zur Hölle bin ich? Sieht aus wie eine große Schneekugel. Hearts of Darkness. Das ist noch ein Teleport, ne? Ja, das ist nochmal anscheinend so ein finaler Raum, um sich auszurüsten. Ich möchte Items haben, bitte. Nein, Items, sagte ich. Oh, 38. Nutzen wir es. Wenn wir schon so viel haben, das wird bestimmt nützlich werden. Und ein Speicherpunkt. Oh, sehr schön. Sehr schön. Jetzt könnt ihr euch auch freuen, dass ich den letzten Part schon unterbrochen habe nach 20 Minuten, obwohl ich eigentlich 30 Minuten spielen wollte, weil sonst hätte ich jetzt hier einen Stopp gemacht beim nächsten Speicherpunkt und dann hättet ihr den Loopraptor erst im nächsten Part gesehen. Oh, das wäre doof gewesen, was? Aber so machen wir den Bosskampf noch. Ich denke mal, nach diesem Bosskampf wird der Part dann auch zu Ende sein. Und ich gehe jetzt erstmal da rein und ich bin schon wirklich sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet. Also, es ist der erste Boss, der ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Hoffe ich. Aber... Oh, Malek. Have you come to fail the circle once more? Leave, Paladin. I do not need your protection. Come, Cain. Come, share my pain. Malek, das ist die Rüstung. Die kennen wir aus dem Prolog, aus dem Video. Da haben wir ja gesehen, wie ein Vampir diese Kirche oder was auch immer das war, da ein Gemetzel veranstaltet hat. Und der Wächter, der eigentlich dafür verantwortlich war, eben dieser Malek, hat es nicht geschafft, ihn zu besiegen. Und wurde dann ja in diese Rüstung verbannt. Und das andere war eindeutig Noobraptor. Jetzt wissen wir, wie er aussieht. Ziemlich wahnsinnig, der Kerl. Hey, da ist eine Tür, da will ich durch. Ach, dann halt nicht. Okay, ich bin schon sehr gespannt. Das sieht doch aus wie eine Boss-Arena. So, this was the mentalist Noobraptor. This broken, pathetic little man. Yet crippled as he was, he would not yield without battle. Very well, old fool. If it is death you seek, I will not deny you. Okay, und Noobraptor hat auch den Schutz von Malek abgelehnt. Anscheinend müssen wir nur hier hoch. Und, jetzt ist er auf der anderen Seite. Okay, es ist auf jeden Fall ein cooles Boss-Battle. Nicht jetzt so schwer. Also zumindest für mich nicht. Ich meine, ist ja offensichtlich, was man machen muss. Immer da, wo die lilanen Kugeln sind, vorbei. Aua, okay, es wird ein bisschen anspruchsvoller. Da kommen Stacheln. Nee. Ich habe nichts gesagt. Uah, komm schon. Ja. Und ja, er hätte sich vielleicht doch besser Maleks Schutz holen sollen. Oh. Nein, geh weg. Uhuhuhu. Denn wir werden ihn töten. Und er hat uns eingeladen, seinen Schmerz mit ihm zu teilen. Ein netter Kerl. Eigentlich nicht, aber ist halt komplett wahnsinnig. Dum-tadum-tadum. Und eben obwohl er wahnsinnig ist, müssen wir noch gegen ihn kämpfen. So. Uiuiui, eine neue Form. Moment, jetzt kann ich doch die nutzen bestimmt, oder? Nicht? Irgendwie mache ich keinen Schaden, kann das sein? Oh! Uiuiui, das Schwert scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Hauptsache, ich lasse mich nicht von den Dingern treffen. Aua. Ich habe ihn getötet. Ich habe Malek getötet. Und diese Karte, was bringt sie mir? Ich will sie eigentlich nicht aufsammeln, aber ich tue es. Perhaps the head of her beloved will convince Ariel that I have accomplished my task. Oh, wow. Ich habe eben den Kopf abgeschnitten. Okay, kann ich wieder zurück? Moment, da war noch eine Tür. Ich will durch die Tür durch. Aber ich komme nicht mehr zurück. Na gut, dann gehen wir halt in den Teleporter.
Ein sehr cooles Boss. Ein sehr cooler Bosskampf. Ein bisschen unkonventionell. Also aus Zeldas bin ich sowas nicht gewöhnt, dass ich dann immer ausweichen und hoch und runter muss. Obwohl, ja gut, da gibt es auch einige coole Sachen. Aber das hat mich jetzt sehr positiv überrascht. War zwar nicht besonders anspruchsvoll, aber hey, es ist nur der erste Boss. Es kommen sicher noch einige mehr. Und wenn die auch so coole Mechaniken haben, dann bin ich schon sehr gespannt darauf und freue mich schon. So. Oh. The mace is amongst my most useful of weapons, for it merely stuns my victims, allowing me ample time to feed. Ah, sehr schön. Ein Mace, ein Streitkolben. Den werden wir mal ausrüsten. Ich denke mal. Spiked mace. Ja, rüst ihn bitte aus. Ich möchte ihn ausrüsten. Wie rüste ich den Mace aus? Da rechts habe ich jetzt einen Mace in der Hand auf dem Bild, aber hatte ich den vorher schon? Tatsache! Damit kann ich jetzt. Ah, ich muss erst. Moment, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Item wieder wegpacken. Also er hat auch gesagt, damit kann ich die Gegner, als wären sie nur gestunt. Das heißt, ich habe genug Zeit, sie auszusaugen. Und damit kann ich die Scheine kaputt machen. Das bedeutet, ich kann in der nächsten Folge mal zurückgehen und ein paar Secrets aufdecken. Ah, das werde ich dann auch machen. Aber erstmal schauen wir uns an, was hier in den Truhen ist. Lebensenergie. Wahrscheinlich noch mehr Lebensenergie oder Magie oder so. Noch mehr Lebensenergie. Ich wollte das hier, genau, Licht. Licht ist mal gut. Sehr schön. Dann kehren wir jetzt anscheinend zu den Säulen von Nosgoth zurück, oder? Ja, die Fluganimation, die habe ich schon mal gesehen. Ich habe nämlich schon mal, wie ich in der letzten Folge erwähnt habe, die letzte Folge nochmal aufgenommen. Und leider habt ihr es eigentlich nicht aufgenommen. Ich habe geredet und gespielt, aber es wurde nichts aufgenommen. Das war ein bisschen ärgerlich. Und da hatte ich dann auch die Fluganimation schon gesehen. Da war ich sehr überrascht drüber, weil auf einmal so ein 2D-Spiel, auf einmal so ein Flug durch so eine 3D-gerenderte Landschaft, das war schon ziemlich cool. Ist zwar nach heutigen Verhältnissen nicht mehr up-to-date, aber für dieses Spiel, da war ich echt überrascht. Das hat mir gefallen. So, mal schauen, ob wir die Säulen von Nosgoth gereinigt haben. Ich schätze mal nicht, aber es ist schon der erste Anfang. So, was hast du uns zu sagen? I placed Nupraptor's head before the pillar of the mind and watched on as it dissolved into the stone. The pillar accepted its offering. Thus, it was restored. Sehr schön. The pillar of the mind. Ah. Death in the circle breathes life to the pillars. For every pillar, there is a token. Only with these shall they be restored. But to reach a warrior, you must first breach his ward. Find Malak and destroy him. Only then will the circle fall. The pillar of balance. Genau. Wie ihr sehen könnt, die Säule des Geistes ist wieder hergestellt, weil wir eben Nupraptor besiegt haben. Und jedes Mal, wenn wir einen der Wächter der Säule besiegen, kann die Säule wieder hergestellt werden. Und wie wir ja wissen, sind die Säulen momentan unsere einzige Hoffnung darauf, unserem Vampir-Dasein wieder zu entkommen. Deswegen machen wir das Ganze überhaupt, weil wir hoffen, dass es eine Heilung darstellt. Und da ist noch ein langer, langer Weg vor uns. Wie ihr sehen könnt, 8 weitere Säulen. Und ich freue mich schon drauf. So, wir gehen erstmal speichern. Sie hat uns gesagt, wir müssen Malak finden. Ich weiß jetzt nicht genau, warum. Sie meinte, weil wir halt erst, bevor wir die anderen Wächter der Säulen töten können, müssen wir erstmal in ihre Welten eindringen. Und dafür müssen wir irgendwie Malak finden. Das machen wir aber erst im nächsten Teil. Ich weiß, dass hier unten links ein Speicherpunkt war. Und deswegen gehe ich da jetzt mal hin. Und ich probiere auch gleich mal den Mace an den Gegnern aus, die hier sind. Ob das wirklich nur stunt. Das ist nämlich echt ziemlich cool. Aua. Hallo? Ja, Tatsache. Aber wenn ich die nochmal treffe, dann greifen die wieder an. Das ist ja auch doof. Kommt her. Ich treffe mich gar nicht. So, komm mal her. Auf jeden Fall kann ich sie damit nicht töten. Das ist nützlich, wenn ich essen möchte. Aber ich glaube, ich bevorzuge dann doch das Schwert über den Streitkolben, weil damit kann ich die Gegner einfach schneller besiegen. Und wenn ich sie aus Versehen wieder dazu bringen, dass sie mich wieder angreifen, das hilft mir ja auch nicht. So,
Was war eigentlich hier nochmal drin? Ach ja, genau, der Lichtzauber, stimmt ja. Ha, wunderbar. Gut, dann speichere ich jetzt mal. Ich habe wieder, ja, 25 Minuten aufgenommen. Oh, passt. Ich denke, das ist eine angenehme Länge für eine Episode. Und Moment, da habe ich gespeichert. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.